Nur ein paar Sekunden, schwupps, und schon ist Bethesdas neues Fallout-DLC heruntergeladen. Der Wasteland Workshop ist nämlich gerade mal 50 Megabyte groß, das Ganze zu einem Preis von 5 Euro. Aber was steckt drin in diesen 50 Megabyte? Nun ja, zunächst einmal gibt's keine neuen Quests, keine Ausrüstung und keine neuen Orte zu besuchen. Der Mini-Zusatzinhalt beschränkt sich auf neue Baumöglichkeiten für unsere Siedlung. Neben zahlreichen Dekorationen können wir nun Käfige bauen, diese mit Kreaturen aus dem Ödland befüllen und die Bestien in einer Arena, die wir auch komplett selbst bauen, gegeneinander antreten lassen. Von der kleinen Miezekatze bis zur tödlichen Alpha-Todeskralle geht's. Außerdem können wir auch Raider und Gunner fangen, deren Käfige humoristisch mit Waffen und Caps oder mit Camps locken. Klar, wäre ich auch drauf reingefallen. Die großen Biester sind uns beim Öffnen des Käfigs feindlich gesonnen, es sei denn, wir verfügen sowohl über den Tierfreund als auch den Ödlandflüsterer-Perk und zähmen sie mit einem speziellen Emitter, dann chillen sie in unserer Siedlung rum und erhöhen nebenbei noch deren Schutzwert. Vorausgesetzt, wir haben den Emitter nicht versehentlich am selben Stromnetz wie das Tor angeschlossen. Dann, aua. Mehr als unsere Streicheltodeskralle zu bestaunen, können wir aber nicht tun. Wir können sie beispielsweise nicht als Begleiter mit auf Reisen nehmen. Ebenfalls schade, dass wir die Viecher nicht auf Reisen selbst fangen, sondern nur einen Käfig bauen und warten. Wenn wir es richtig blutig mögen, bauen wir um unsere Käfige eine Arena und lassen unsere Fänger gegeneinander kämpfen. Mittels roter und blauer Plattformen können wir sogar unsere Siedler und Begleiter zwei Arena-Teams zuordnen und so echte Gladiatorenkämpfe veranstalten. Das Ganze ist nur wahnsinnig kompliziert aufzusetzen und erfordert viel vorausschauendes Planen vor dem Arena-Bau. Man merkt deutlich, dass hier händeringend versucht wurde, die neuen Funktionen in die schon existierende Spielmechanik zu pressen, um den Programmierungsaufwand zu minimieren. Alles fühlt sich umständlicher an, als es sein müsste. Dazu kommt, dass das Bausystem trotz leichter Verbesserungen immer noch Kopfschmerzen bereitet und Dinge nur allzu oft unverständlicherweise nicht so funktionieren, wie wir es gerne hätten. Nach langem Hin und Her präsentiere ich euch jetzt aber das, worauf wir alle gewartet haben. Der große Sanctuary Beatdown. 6 gegen 6. Wer ist der stärkste Begleiter? Naja. Also ihr seht, die Inszenierung ist noch ausbaufähig. Was gibt's sonst noch Neues? Wir können nun beispielsweise Betonwände bauen und diese mit den Köpfen erlegter Kreaturen verzieren. Der neue Generator erzeugt mit 100 Energie um ein Vielfaches mehr als die bisherigen Modelle, verbraucht dafür aber Fusionskerne. Und wir können nun in Neonbuchstaben unsere Namen an die Wand schreiben. Sofern wir ihn buchstabieren können. Alles in allem bietet Wasteland Workshop nicht viel Neues. Die Arena-Kämpfe sind zwar cool, mangels spielerischem Vorteil, wohl aber kaum etwas, das wir nach einmaligem Probieren unbedingt nochmal machen müssen. Das Mini-Add-on richtet sich an absolute Siedlungsbaufanatiker, die genug Muße haben, ihr Zuhause bis ins kleinste Detail zu gestalten. Wer sich dazu zählt, kann mit diesem 5-Euro-Add-on natürlich nicht viel falsch machen. Wer jedoch auf einen Grund gewartet hat, für ein weiteres Abenteuer ins Ödland zurückzukehren, der wird diesen hier nicht finden. Der Wasteland Workshop ist und bleibt nur ein nettes kleines Extra zum Nebenbei genießen. Das kann man.